So, zum Thema abschließbarer Hubschrauber. Ich habe eben im Forum gelesen, da sagte einer, ja, stimmt, man kann keinen Schlüssel assignen, aber wenn man die hinteren Türen rausnehmen würde, dann würde das gehen. Ich glaube, wir haben hier wieder einen geglitschten Heli. Ja, also das Parken direkt neben der Straße scheint überhaupt nicht gut zu sein. Na gut, dann also wieder im Discord Bescheid jammern. Hey, there you are. Looks funny. Make five more and I get my own helicopter trader. May the power lines above be a problem when starting? Hey, thank you so much, man. So, dann wollen wir doch mal probieren, ob das Starten hier auch mit Powerlines funktioniert. Mache ich mal alle zu hier. Die verschiedenen Klappen. So, wie war das jetzt noch? Von der Seite auf und von der anderen Seite zu oder so ähnlich. So, genau. Und einsteigen dann von drüben. Dann hoffe ich mal, dass die Hochspannungskabel da oben oder Telefondrähte, was auch immer, nicht das Problem sind. Ja, Klappe zu. So. Und Autopilot, das hier war ein Enable Autopilot, genau. Oder sollte ich jetzt gerade, um von den Powerlines wegzukommen, vielleicht gerade keinen Autopilot benutzen? Ich weiß es nicht. Ich schmeiße erstmal die Mühle an. Na, gleichzeitig nach oben und nach hinten? Mal schauen. Platz habe ich ja.
Soweit so gut. Ja, Autopilot ist schon eine tolle Sache. Das war das Closed Door.